Als ich das letzte Mal in dieser Wasserflasche Wasser abgekocht habe, hat es geheißen, oh, das kannst du nicht machen, das ist Kohlenstoff. Okay. Daher zeige ich dir heute, wie man sich aus einem Stück Holz eine Schale improvisieren kann. Und am Ende vom Video sage ich dir, wie viel Milliliter das waren. Wenn du tippen willst, schreib gleich einen Kommentar. Aber egal, bleib einfach dran. Hallo und willkommen, da ist der René Rossmann. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf waldurlaub.at. Ich habe mir gedacht, wenn ich den in einer Plastikflasche nicht abkochen soll, weil das so giftig ist. Wobei, wenn man das ein-, zweimal im Leben macht, damit man ohne Spritzgack überleben kann, bin ich mir nicht sicher, ob das okay ist. Aber sei es drum, heute zeige ich dir, wie du aus diesem Holzstück eine wunderbare Schüssel herstellen kannst und darin auch Wasser kochen kannst. Wirklich. Kurze Werbeeinblendung. Ich werde mit diesen beiden Werkzeugen heute arbeiten. Einerseits mit unserem in der Reini Rossmann Werkstatt Made in Austria gemachten XL Feuerstahl mit integriertem Zunder und dem Survival Beaver. Alle lachen über diese Klingenform. Aber wenn du mal eine Schüssel machen willst, wirst du merken, hey, aber genug der billigen Eigenwerbung. Legen wir los. Beginnen wir damit, was du brauchst. Du brauchst ein Feuer und dazu sammelst du einfach irrsinnig viel Holz, denn mehr Holz ist besser und wenn du glaubst, du hast genug, geh und hol noch einmal so viel. Eine alte Survival-Regel, die sich immer und immer wieder bewahrheitet hat. Und du brauchst ein Stück Holz. Ungefähr so dick war das. Das wird dann gespalten und in der Mitte auseinandergebrochen. Und ich, Dummkopf, habe natürlich das härteste Holz, was ich finden habe können, benutzt. Weil das hier eine Esche ist, lässt sich das wunderbar spalten. Aber das Problem ist, dass du überall diese kleinen Wuchsknoten hier, diese Äste hast. Und das lässt sich irrsinnig schwer bearbeiten. Dafür hält diese Schüssel auch deutlich länger. Aber in einer Survival-Situation soll es leicht gehen. Und daher nimmst du dir ein weiches Stück Holz. Das wäre besser. Wie merkt man, ob ein Stück weich ist oder nicht? Man nimmt den Fingernageltest. Du brauchst nur einen Fingernagel. Und zwar, wenn dein Fingernagel abbricht, dann ist das Holz einfach zu hart. Aber wenn du deinen Namen in Schönschrift einritzen kannst, dann ist es genau richtig, genau weich genug, damit du dir eine Schüssel draus machst. Das gesammelte Holz lässt du dann etwas anbrennen, machst ein richtig schönes Feuer. Schließlich brauchst du die Glut zum Glutbrennen. Aber leg auch gleich die Steine mit dazu. So sparst du Energie und Zeit, denn die Steine wirst du ja später brauchen, um das Wasser in der Schüssel kochen zu können. Wenn du das Teil auseinandergespalten hast, dann kannst du natürlich glücklich sein und dann kannst du mal Glut drauflegen. Und dann wirst du merken, das funktioniert irgendwie nicht so toll. Kleiner Tipp, nimm dein Messer und mach mal eine Kuhle, mach mal eine kleine Grube, brich etwas raus, damit die Glut mehr Oberfläche hat, damit sie dann nachher eine bessere Angriffsfläche für die Glut hat. Und das ist auch der Grund, warum Survival-Messer eine stabile Spitze brauchen. Also wir brechen heraus und wir brechen mal einen ersten guten Teil heraus. Achtung, bitte Handschuhe tragen und oder ein Messer benutzen mit einer wunderbaren Funktion, damit du nicht abrutscht. Immer aufpassen beim Arbeiten, Unfälle sind grauslich. Alles rausbrechen und dann legen wir das nächste Mal Glut rein. Reinblasen. Und da kann ich dir gleich eines sagen, wenn du nur mit dem Mund bläst, du wird das irrsinnig langweilig. Wir brauchen Effizienzsteigerung. Und dazu kann man hohle Pflanzen zum Beispiel benutzen. Das hier, das ist eine nicht giftige Pflanze. Das ist der Staudenknöterich, eine wunderbare Neophytenpflanze, die Forstwirte und viele andere Landschaftsplaner extrem hassen. Wuchert wie verrückt, daher bitte nicht irgendwo hinbringen, wo die Leute sie noch nicht haben, das wäre unfair. Aber aufpassen, es gibt einige hohle Pflanzen, wie zum Beispiel den Riesenbärenklau, der bei Kontakt mit der Lippe und Sonne solche Blasen macht. Also das ist nicht gut. Also ein bisschen aufpassen, ein bisschen was wissen muss man dazu. Aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst, nimmst du dir Holunder und bohrst den aus. Dafür gibt es von Victorinox dieses Teil hier. Das ist nicht nur zum Flaschenentkorken, sondern zum Mark rausarbeiten. Ist aber ziemlich aufwendig. Oder du kaufst einen fixfertigen Strohhalm, einen Teleskopstrohhalm, da habe ich auch schon hier am Kanal vorgestellt. Aber wer hat denn in einer Überlebenssituation dabei? Auf jeden Fall macht das alles sehr viel einfacher und dann... Und eigentlich glaubt man, man ist schon fertig. Aber man ist nie fertig. Und dann geht es noch einmal los und du wirst noch einmal rausbrechen. Und dann schlägst du noch einmal ein Stück raus und dann wirst du noch einmal nachbrennen. Und dann schlägst du noch einmal ein Stück raus und dann wirst du noch einmal nachbrennen. Und das machst du so lang, bis es dir so lang am A geht oder du so durstig bist, dass du loslegen willst. Thank you.
dann kommt der Moment, an dem du sagst, ja, es passt. Lass uns endlich loslegen. Wie lange dauert das ungefähr? 2 Stunden. Ich kann dir sagen, 2 Stunden. Und wenn du eine größere Schüssel machst, machen wir bei unseren Survival-Extrem-Trainings, dann brauchst du im Endeffekt die ganze Nacht. Und dann hat man am nächsten Tag ein richtig schönes Teil, wo auch wirklich Wasser reinpasst. Aber wie viel wird denn da reinpassen? Aber das verrate ich, also dranbleiben. Die Steine, ja, die müssen so richtig schön heiß werden. Achte bitte darauf, dass das Steine sind, die nicht gleich auseinanderfallen. Bitte nimm nichts aus dem Bach heraus, das dort schon länger gelegen ist. Bitte nicht nachmachen, wenn du nicht weißt, was du tust, denn diese Teile können explodieren und das macht dann ein... Aua, ja, aua. Und dann kommt die Stunde der Wahrheit. Wasser eingefüllt. Habe jetzt die Nalginflasche benutzt. Natürlich könntest du auch direkt zu einer Wasserquelle gehen. Und dann Steine rein. Die hast du aufgehitzt. Eine Stunde. Das wäre perfekt. Richtig schönes Feuer. Und dann sind sie richtig schön heiß. Achte darauf, dass das auch Steine sind, die gut in die Schüssel reinpassen. Das ist ein Riesenklumpen. Der braucht übrigens auch länger, bis er heiß wird. Reingeben willst, kriegt er gar nicht die ganze Oberfläche. Also kleine Steine, dann brauchst du auch nicht zu lange warten. Dann ist vielleicht in einer halben Stunde schon fertig. Einen nach den anderen reinwerfen, bis das Wasser kocht. Und da stellt sich natürlich die Frage, naja, das Wasser, wie lange muss das kochen? Das werden wir in einem anderen Video klären. Aber du hast gesehen, es kocht auf jeden Fall einmal aus, dann die Steine gleich rausgeben, ja, und dann ein bisschen auskühlen lassen. Auch einen kleinen Tipp, diese Teile sind ja doch relativ rund und pendeln hin und her. Dazu legst du dir auf beiden Seiten entweder Steine oder Stöcke auf, damit sie beim Hantieren nicht umfällt. Das wäre ganz blöd. Das geht auf die Psyche und dann sagt man ganz einfach... Ich hasse es gerade. Ich finde es nicht geil. Und wie viel abgekochtes Wasser kommt raus? Ungefähr 100 Milliliter, vielleicht ein bisschen mehr. Ich habe etwas verschüttet, aber mehr ist es nicht. Natürlich könntest du jetzt eine größere Schüssel machen und könntest auf 200 Milliliter gehen, aber da hast du jetzt abgekochtes Wasser und zwar eben nicht in einer PET-Flasche. Jetzt weiß ich natürlich, dass viele sagen, das Wasser ist jetzt so schmutzig. Ja, 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 das ist richtig. Aber noch einmal, sicheres Wasser ist nicht sauberes Wasser und sauberes Wasser ist nicht notwendigerweise sicheres Wasser. Die zwei Dinge können etwas miteinander zu tun haben, müssen es aber nicht. Was heißt das? Glasklares Wasser kann mitunter kontaminiert sein von biologischen Gefahren. Abkochen hilft, dann schaut es zwar aus wie Sau, aber ist sicher. Ich weiß natürlich, 100 Milliliter, das ist fast überhaupt nichts, aber ich habe jetzt hier eine Schüssel, die wir auf einem Survival Training gebrannt haben. Da passen 600 Milliliter rein. Und als Beweis hier 600 Milliliter. Und dann macht die Sache natürlich deutlich mehr Spaß. Du wirst natürlich auch einen gewissen Verlust haben, aber lass es einen halben Liter oder 400 Milliliter sein und dann macht man... Und wenn du einen Löffel für einen Elefanten brauchst, dann nimmst du auch diese Technik. Du kannst einfach einen Löffel ausbrennen. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt ganz einfach bleiben. Schau das nächste Video an, schau deinen nächsten Survival-Tipp an und ich sag, wiederschauen.